Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Leitstein anzunehmen bei Weiser Edan im heulenden Fjord an dieser Position. Vorquest war Marsch der Riesen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Video hilft euch auch in WoTLK Classic. Wie ihr seht, kann ich fliegen, aber ich halte mich immer in der Nähe des Bodens auf, so dass ihr meine Wege nachverfolgen könnt und einfach nachlaufen könnt. So, dann geht's hier lang. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, sie ist ein Allianzlager, deshalb außen rumlaufen. Und ich halte mich jetzt in der Nähe des Wassers auf. Könnt einfach hier entlang reiten oder auch fliegen. Wobei, wenn ihr die Quest beim Questen macht, also beim Leveln, so wollte ich ja sagen, in WoTLK Classic, dann könnt ihr vermutlich noch nicht fliegen. Glaubt, das könnte man erst mit Stufe 80. Und ich bin auch schon in der Nähe vom Leitstein. Ich mache gleich auf die Map auf. Ihr wisst ja. Ich brauche die Map. Und hier angekommen, müsst ihr das Quest-Item benutzen, was ihr mitbekommen habt. Probestück einer Rune. Sollte es bei euch nicht an der Quest mit angeheftet sein, schaut ins Inventar, könnt es auch von da aus benutzen. Nun müsst ihr ein bisschen warten. Kann man, soweit ich weiß, nicht beschleunigen. Ich kann ja schon mal wieder aufmounten. Ja, das dauert noch. Der sieht wütend aus. Okay. Und Quest ist erledigt. Nun ist die Quest bereit zur Abgabe. Geht's wieder zurück. Ich fliege wieder entlang des Sees und am Ende des Sees werde ich ein bisschen nach links abbiegen. Wegen dem Allianzlager. Ich will euch da nicht hineinlotsen. So, dann geht's hier lang. Wie gesagt, böse Allianzler. Und jetzt geht's direkt zum Abgabe-NPC. Hier kann man normalerweise ganz einfach laufen, keine Klippen, keine Schluchten, keine Berge. Und gleich bin ich auch schon da, sehr gut. Lief ja besser als ich dachte. So, Quest ist abzugeben bei Weiser Edan im heulenden Fjord. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht besucht ihr mich auch da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.